Leute. Hallo. Hi. Grüß euch. Schön, dass ihr gekommen seid. Uns geht's sehr gut. Dankeschön. Raimund. Ich bin Lothar. Wie heißt du? Raimund. Ich bin Etienne. Ah, Etienne. Ja, genau, wir haben beide miteinander. Hallo. Meine Frau Otti. Hallo, salut. Rudi. Hallo, Rudi. Gut, dass ihr gekommen seid. Ne? Schön. Ihr seid zu zweit? Ja, leider. Naja, ist okay. Es war ein bisschen kurzfristig. Sonst hätten wir vielleicht mehrere gehabt. Ja, ist okay. Prima, dass ihr gekommen seid. Ja. Schönen Dank. Ich habe hier so eine kleine Strecke gemacht für die Rückfahrt. Ich weiß nicht, wie Sie fahren wollten. Also wir hatten ja die Absicht, erstmal bis Hennigerberg zu fahren. Ja, weil wir nicht genau wussten, wie der Tag heute geht. Schau mal unsere Räder an, da weißt du, was wir schon alles hinter uns haben. Wie schmutzig wir sind. Ja, das ist der Radweg. Da weißt du Bescheid. Ja? Also wir sind sowas an Schmutz gefahren und Dreck und jetzt durch die Weinberge durch, wo die mit den Traktoren gefahren sind. Und da liegt der ganze Dreck auf dem Weg und das bei Regen, das sah aus wie unsere Regenjacken und alles. Naja, gut, okay. Nickname ist Otto. Ja, ich Rehm. Rehm. Ja, sagt keiner Remo oder Raimund, sagen sie. Ah, Deutsch. Hallo, Rehm, dann nochmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke. Ja, ich danke auch, dass ich mitführen durfte. Schön. Organisiert vom Differdinger Verein. Ich bin vom Rodinger Verein. Ja. Aber wir fahren immer zusammen, denn das Auto passt. Ja. Wir haben auch Cyclotouristen, die Randonnées und Trolley fahren, aber bloß Samstag und Sonntag. Sie arbeiten in der Woche. Ja. Genau. Und dann sieht man bloß Makadam, Teer. Dann die Düsen dann und da halte ich nicht mehr mit. Zur Feier des Tages haben wir mal ein bisschen was zu trinken mitgebracht, ja? Jo! Alle. Eure Fragen. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Jetzt bis Sonntag, 17 Uhr hier. Ja. Außer unserem Fahrer fliegen wir dann um 17 Uhr mit dem Flugzeug nach Berlin. Ist doch gut, dass Sie schöne Stadtwörter von Berlin mitgebracht haben. Ja, jetzt ja, aber heute Vormittag war das ganz schlecht. Ja. Und wir sind gestern Nachmittag, als wir über... wir sind ja über Koblenz dann, also wir waren vorher schon in Dietz bei Limburg an der Lahn. Ja. Dann sind wir nach Koblenz über die Berge gefahren, hoch und runter. Ja. Und dann nach Koblenz ans Deutsche Eck und von dort aus über Cochem, Rem nach Bernkastel-Kues. Und als wir 10 Kilometer vor Bernkastel-Kues waren, da fing das an zu regnen. Und es war kühl und es war nass und es war kühl und das war nicht gut. Und dann haben wir angerufen, unseren Fahrer, ich komme her nach Bernkastel-Kues mit deinem Auto. Wir steigen ins Auto. Und da sind wir die letzten Kilometer im Auto dann nach Bernkastel-Kues gefahren, damit auch keiner krank wird.
gekommen? Yeah, Gott sei Dank. Und es war eine tolle Tour. Also die erste Hälfte hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter. Es war eigentlich sehr gut, ein bisschen warm. An unserem freien Tag hatten wir Regen und leider auch heute, nee, gestern schon an der Mosel und heute Morgen. Aber ansonsten alles prima, keine Unfälle, war eine tolle Erfahrung. Wir sind angekommen. Danke. In Luxemburg. Respektive Senningerberg, wo unser Hotel steht. Und, wie ist gelaufen? Ich bin ein bisschen überrascht über mich selber, dass es so gut lief hier. Von Anfang an, das Wetter hat mitgespielt, war nicht zu heiß, nicht zu kalt. Immer sind wir ein bisschen, gestern, letzten Tag ein bisschen Wasser. Und hier der Übergang heute von Bernkastel-Kues hier nochmal durch die Moselberge. Und dann durch Trier, Porta Nigra, das ist ja eine römische Stadt eigentlich, hier war ja der Kaiser. Also man muss manchmal eigentlich richtig gefühlt wie Peter Stoiber sein. Ja. Und jetzt an der die Grenzübergabe hier mit den zwei Luxemburgern, die uns hier zum Senninger Berg hoch begleitet haben, ein Stück durch Luxemburg, also wunderschöne Straßen. Also ich bin mit mir auch zufrieden, ja, dass... Es waren ja doch ein paar Höhenmeter, ich zähle ja nicht alle mit, ja, aber ich habe jetzt gemerkt, an den Knie. Und war eine tolle Sache. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt am Ziel sind. Von Sonnabend bis, was ist heute? Freitag. Ja, also mehr wie eine Arbeitswoche. Ich hatte vorher kurz mit Heinz gesprochen und ihn gefragt, ob er schon eine Antwort parat hat. Und vielleicht fehlt ihm noch eine Frage. Da sagt er, ja, du kannst die Frage stellen, wie dir die Tour gefallen hat. Also ich stelle dir jetzt die Frage, Heinz, wie hat dir die Tour gefallen? Also ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei allen Kameraden, insbesondere bei dir für deine Vorarbeit. Dass ein paar Leute abgesprungen sind, okay, dafür kann keiner, du am allerwenigsten. Und wichtig ist für mich immer bei so einer Tour, wir sind gesund angekommen, kein Unfall, keine großen Malaisen da vorne tragen. Wetter war gut. Das einzige Graue, was ich da anmerken muss, ich habe mir heute eine frische Garnitur angezogen. Die blieb aber nicht lange frisch. Nein, ich sehe aus wie eine kleine Sau. Schuhe dreckig, alles dreckig, Fahrrad dreckig. Aber ich habe einen Kärcher zu Hause und da haue ich den Ding durch die Waschmaschine und dann ist wieder alles in Ordnung. Darf ich? Also nochmals herzlichen Dank, Lothar, an deine Gattin und bis zur nächsten Tour. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Bitte? Du hast ihm gesagt, du hast heute eine frische Garnitur angezogen, ja? Heißt ja, von der Unterhose bis zu den Socken an. Heißt das jetzt, du hattest nur zwei Paar mit oder wie war das? Ich habe zwischendurch Wäsche gewaschen. Nein. Und habe da öfter gewechselt mit Helmut, mit Fahrermanns und ich glaube sie jetzt. Ist okay, Mensch. Ja, ist gut, prima. Danke. Ja, danke. Danke. So, wir haben ja jemanden in der Runde, der ist ja im Grunde genommen mit uns nicht mitgefahren auf dem Fahrrad, aber mitgefahren im Begleitfahrzeug. Fahrermaß. Wenn wir angekommen sind, hat er sich kurz mal sein Rad gegriffen und ist dann so eine kleine Tour mal gefahren. Fahrer, wie siehst du die Sache? Das war sehr schön. Von Anfang an waren wir auch ein bisschen mehr gewesen. Und das ist auch ein Problem bei jemandem, dass wir abgehen. Schade, ich habe versucht, dass sie auch mitfahren zu lassen, dass man immer redet, dass sie wirklich mitkommen kann. Erwin meinst du, ne? Erwin. Schade, dass es auch, die anderen sind auch irgendwas, eigene Sachen, dass sie nicht mitgefahren sind. Aber mit allen Schwierigkeiten und mit allen Nerven und alle Dinge, die sind ja auch durchgekommen. Das durchgekommen und dann müssen wir weiter. Das heißt, das Leben geht weiter und ich freue mich, dass ich auch bei euch zufriedenstellen konnte.
besonders bei Wasser essen und wie ihr weißt, mache ich immer so und da bleibe ich dabei. Du hattest ja auch mit Rudi des Öfteren mal in ein Zimmer gelegen, ja? Der Rudi ist so ein guter, netter Kerl, der hat schon nur gesäuft. Ja? Hallo, mein Süßer. Susi. Jeder Abend hat einen anderen, aber ist egal. Lothar rechts, hab ausgehalten. Sowieso bin ich früh aufstehe. Immer habe ich dann auch dreimal früh aufgestanden, um 5 Uhr. Halb 6 Uhr war ich auf dem Rad, bin ich auch gefahren, fast jedes Mal 40 Kilometer. Das reicht, das war super Wetter. Hi Rudi, du bist ja unser Alterspräsident in dieser Runde. Wie hat es dir denn gefallen? Es war ein Erlebnis, was wiederum klasse war. Ob das die Durchfahrten waren, durch die herrlichen Ortschaften, die wunderbaren Landstriche da, auf Berg ab, wir haben uns gequält und haben den Humor aber niemals verloren. Das macht viel aus. Vor allen Dingen unfallfrei sind wir gefahren, haben alle zusammengehalten. So wie keine Panne, außer wie gesagt, die zwei kleinen Dinger da, passiert ja immer. Jetzt sind wir in Luxemburg und jetzt beginnt nochmal ein schöner Tag in Luxemburg. Jetzt war alles, das haben wir verdient, dass wir das alles nochmal angucken können. Lothar, ich muss sagen, war eine Klasse. Wunderbar, danke. So Lothar, last but not least, dein Statement bitte. Ja, also diese Tour hier von Berlin nach Luxemburg im Juni 2018 hat mir großen Spaß gemacht. Ich wurde ja mehrfach aufgefordert von Dieter Hofmann vom RVI Duna, nochmal eine Sache vorzubereiten. Das habe ich dann auch Jahreswechsel 2017-2018 gemacht. Und dann hatten wir auch insgesamt 10 Leute auf der Liste, die teilnehmen wollten. Zwischenzeitlich sind 3 abgesprungen, passiert, Komfort. Ein Vierter hat sich dann auch nochmal am zweiten oder am dritten Tag verabschiedet. Ist halt so. Sodass insgesamt 6 Leute übrig blieben. Aber mir hat das großen Spaß gebracht, die ganze Sache vorzubereiten und auch mit euch gemeinsam diese Tour zu fahren. Was ich mir vielleicht noch mehr gewünscht hätte, wäre, dass der eine oder andere auch bei der Durchführung dieser Tour ein bisschen noch mehr Engagement gezeigt hätte oder so. Weißt du? Also Engagement in der Sache, was die Organisation betrifft und den Ablauf betrifft. Ja? Also die Verantwortung lag wirklich bei mir, die Sache ordentlich durchzuziehen. Ich war quasi der Einzige, der die GPS-Daten auf dem Garmin hatte, beziehungsweise auf dem Sigma hatte, was mein Navi betrifft. Und das war natürlich, ich musste mich also auf viele Sachen konzentrieren während der Tour und auch vorher und nachher. Aber insgesamt hat es großen Spaß gebracht und ich habe auch gespürt, dass alle anderen Teilnehmer da auch große Freude dran hatten. Und das ist das Wichtigste, dass wir heil und gesund hier angekommen sind. Und außer 3 Reifenpannen eigentlich nichts weiter passiert ist. Stimmung war toll. Danke.